Seid gegrüßt und willkommen. Ich habe eben in Eisenberg ausgeladen. Kompletter Sattelzug mit Spanplatten. Und dann fahre ich jetzt, ja, keinen 10 Minuten entfernt nach Grossen. Da bin ich heute früh auch schon durchgefahren. Und werde dort laden. Keine Ahnung, was es wird. Muss ich mich überraschen lassen. Und damit geht es nach Berlin zu einem Kunden, bei dem ich schon oft genug gewesen bin. So oft, dass ich mich da auch ohne Navi zurechtfinde. Und dann ist es soweit geplant und sollte auch klappen, dass ich die Ware heute noch loswerde. Ja, und heute früh kam mir dann auch schon einer unserer Mechaniker entgegen. Wir standen am selben Bahnübergang bei der Zuckerfabrik in Zeitz und haben gewartet, dass der Zug kommt. Ja, ich war mir erst nicht sicher, ob es ist. Ich habe bloß das Auto halt erkannt und habe dann das Kennzeichen gesehen. Und dann hatte er mich auch zuerst gegrüßt und ja, dann war geklärt, wer es ist. Und ich fahre wieder nach Eisenberg. Ist einfach die günstigste Route, da ist man auch gleich auf der Autobahn und dann in etwas über 3 Stunden in Berlin. Ging jetzt alles sehr schnell, circa eine halbe Stunde und ich bin wieder unterwegs. Es war jetzt eine zügige Verladung und dann habe ich gute 24 Tonnen Betonestrich hinten drauf bekommen. Ich bin in Rottleberode, habe mich eben angemeldet. Kann man den gelben Zetteln sehen, ist die Ladungsübersicht. Und wie ich hier drinne war, kam noch ein anderer Fahrer dazu und meinte zu mir, wartet auf seine Papiere. Und dann ging das System irgendwie nicht. Es hat mir einen Fehler geschmissen. Und dann meinte er, ja, das hatte ich vor uns auch. Ich bin da kurz aufs Klo gegangen und dann bin ich jetzt wieder da und meine Papiere liegen ja da. Hat ja geklappt. Ich habe gesagt, alles klar. Dann probiere ich mal deinen Trick, dann gehe ich mal rüber aufs Klo, weil ich musste sowieso mal. Dann werde ich da mal spülen, in der Hoffnung, dass die Leitung dann frei ist und dass das dann vorne ankommt, die Meldung. Und es hat funktioniert. Keine 3 Minuten später bin ich wieder in den Container rein und jetzt habe ich meine Übersicht. 3 Stunden später bin ich wieder unterwegs. Davon habe ich 2 gewartet und ja, so circa 1 Stunde geladen. Sieht wieder sehr abenteuerlich aus. Hab jetzt 5 Kunden hinten drauf. Ich fange da morgen in Dresden an, 8 Uhr beim Hornbach, wo ich letzte Woche schon mal war. Angeblich 8 Uhr Fixtermin. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch soweit funktioniert.
Und dann geht's ja in einem kleinen Schlenker so durchs Erzgebirge wieder bis nach Zwickau. Allerdings habe ich heute spontan nochmal selber entschieden, zwei Kunden zu drehen. Einfach weil das keinen Sinn gemacht hätte. Der hätte mich ansonsten nochmal von Zwickau aus wieder zurück ins Erzgebirge geschickt. Und das sehe ich einfach nicht ein. Zumal es normalerweise dann auch morgen so gedacht ist, wenn ich mit der Tour hier durch bin, dass ich dann nochmal nach Krimmitschau fahre. Weil an dem Auflieger irgendwo ja, eine undichte Stelle ist. Da strömt die ganze Zeit Luft raus. Und das zischt andauernd. Also auch jetzt während der Fahrt, jetzt höre ich es bloß nicht, weil ich vorne drinne sitze, aber wenn man daneben steht und der Motor läuft, man ist hinten am LKW, dann hört man das eben. Und ich sehe es ja auch jedes Mal, wenn ich losfahren will, muss der erst, bevor ich losfahren kann, unaufhörlich Luft fördern und das System wieder von neuem befüllen. Das ist ein bisschen nervig. Da hatte ich heute noch mit der Werkstatt telefoniert. Und wusste aber auch, dass ich auf jeden Fall zu spät bin. Die haben ja unter der Woche normalerweise nur bis 15 Uhr die Werkstatt besetzt. Und ja, da wird das nichts. Da wurde halt zu mir gesagt, komm irgendwann mal wieder, wenn es passt. Und das sollte morgen dann der Fall sein. Also wenn ich dann den Zwickau ausgeladen habe, ist dann eigentlich der nächste Schritt nicht weit bis nach Krimmitschau und das dann eben, dass am Auflieger repariert wird. Ich denke mal, da ist einfach bis irgendwas undicht. An sich funktioniert ja alles. Vielleicht, ja, irgendwo hat es was durchgerieben, durchgearbeitet. Normaler Verschleiß. Dass vielleicht irgendein Gummi undicht ist oder so, wer weiß. So. Und ich habe gerade gesagt, ich fahre dann wahrscheinlich wieder nach Krimmitschau, weil das ist heute mein Endziel, dass ich bei uns auf dem Hof penne. Ich will ja ohnehin nochmal tanken. Oder ich muss auch nochmal tanken. Und dann starte ich von dort aus morgen, ich denke mal so ab um 6 Uhr Richtung Dresden. Heute Vormittag war ich in Taucher gewesen. Und kurz nachdem ich dann angekommen bin, vielleicht 2 Minuten später, kam dann auch noch ein Kollege um die Ecke gebogen. Und witzigerweise war das der, den ich auch gestern schon in Nettgau gesehen habe. Der hatte ebenfalls einen Auflieger gewechselt. Allerdings haben wir untereinander keine Worte gewechselt und deswegen wusste ich nicht, dass der dieselbe Tour fährt. Dann hätte man das ein bisschen besser absprechen können. Und da ich eher da war, ja, wurde ich auch zuerst abgeladen. Er musste eine halbe Stunde warten. Und normalerweise hätte ich mich dann auch noch mit Ronny getroffen. Der wohnt ja dort ganz in der Nähe. Aber wir haben das Ganze dann so abgeklärt, da wir uns ja ohnehin in 3 Wochen noch mal sehen werden, haben wir es dabei bleiben lassen. Ich hätte warten müssen, er hätte sich beeilen müssen. Und deswegen haben wir gesagt, das lohnt eh nicht. Das machen wir ein andermal, wenn es vielleicht wieder besser passt. Und dann kann er wieder Kameramann spielen. Und weil ich gerade bei dem Thema bin, kann ich gleich sagen, also ich gehe mal davon aus, dass es in den nächsten, ja, so circa 3 Wochen kein Video geben wird. Liegt dann daran, dass ich am Wochenende immer keine Zeit haben werde, weil das komplett verplant ist. Also zum einen bin ich dann nächste Woche in Österreich, freue ich mich schon tierisch drauf. Habe auch wieder bei meinem Disponenten angemeldet, dass er mir den kompletten Freitag freigibt, also dass ich dann schon Donnerstag nach Hause komme. Und dann wird da schön darunter geschmettert. Oh, da habe ich schon richtig Lust drauf, das war letztes Jahr so geil. Zum einen die Bergtour und zum anderen die An- und Abreise, schön die Serpentinen hoch und runter knallen. Es macht einfach zu viel Spaß. Ja, und dann das Wochenende drauf bin ich eben mit Ronny und mit dem Sieger zusammen auf Kaperfahrt. Ja, das Wochenende ist dann auch
Das ist dann fest verplant. Da gibt es weit bessere Dinge zu tun als Videoschneiden. Und deswegen wird es jetzt mal für eine gewisse Zeit einfach eine Durststrecke geben für euch. Den einen wird es freuen, den anderen vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber ich wollte es nochmal erwähnt haben, also wundert euch nicht. Diesmal kann ich es halt wirklich schon von vornherein sagen, dass es nicht klappen wird. Ich bin am Hof, ich werde jetzt noch tanken und zeige euch mal kurz, was ich mit dem Gezische meine. Das kommt also irgendwo von da unten. Und genau das ist die Meldung, die immer kommt, wenn man eine Weile steht. Waren jetzt, naja, etwa 10 Minuten, dass eben Luft fehlt. Ist wie gesagt nicht schlimm, aber ein bisschen nervig. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich bin keine 10 Minuten vom Kunden entfernt und darf mich hinten anstellen. Wobei, ich sehe gerade da vorne, da rollt es wieder ein bisschen. Eben standen sie noch hinter mir bis hoch zum Berg. Stehen sie auch schon. Und wahrscheinlich noch darüber hinaus. Betrifft ja auch bloß die LKW-Spur. Die anderen können ja hier ohne Probleme weiterfahren. 2 Minuten später sind sie alle weg. Gibt's nicht. Ja, alles voll mit LKWs. Jetzt rollen wir wieder ganz normal. Da vorne ist keine Sau. Wir haben gerade alle hintereinander angestanden. Es ist manchmal wirklich ein Mysterium. Das war gerade geil. 10 vor 8 da gewesen. Konnte sofort reinfahren. Der hat jetzt 15 Minuten abgeladen. Ich bin wieder unterwegs. Also perfekt. Sogar die Paletten, das muss man auch dazu sagen, die Tauschpaletten im einwandfreien Zustand, also das war gerade ein wunderbares Erlebnis hier. Das sind dann die Tauschpaletten, die ich in Dresden bekommen habe. Also da war auch vor uns bis hier an der Tür alles beladen. Und die beiden Paletten, die man jetzt hier sieht, die gehen hier in Marienberg runter und dann geht es schon weiter. Das hat doch heute richtig gut funktioniert. Ich habe alles abgeladen. Bin auch sehr gut in der Zeit. Also wirklich jeder Kunde bekommt hier volle Punktzahl. Das Einzige, jetzt gegen Ende, hier die Antwort zum letzten Kunden. Der wollte es mir nochmal besonders schwer machen. Denn eigentlich wäre ich von dort gekommen. Aber wie man sieht, dort wird gebaut. So, dann musste ich schon mal die erste Umleitung fahren. Und dann wird man auch gleich sehen. Bei der ist es nicht geblieben. Sondern ich brauchte noch eine Umleitung, weil eigentlich wäre ich dann hier von Westen gekommen. Aus der Richtung. Ging aber auch nicht. Von da aus ist gesperrt. Also musste ich nochmal, sieht man da vorne den LKW, da bin ich rumgekommen. Weil ich musste noch weiter außen rumfahren, um es hierher zu schaffen. Tja. So, und da vorne ist jetzt auch gesperrt. Das heißt, ich müsste jetzt hier rechts rumfahren. Genau, was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Weil die irgendwie hier die parallel verlaufende Straße auch bauen. Ja, also die Ecke hat es hier wirklich in sich. So, dann fahre ich jetzt zu uns zum Hof. Werkstatt habe ich eben nicht erreichen können, aber die sind dann noch da. Circa 20 Minuten Fahrt und dann hoffe ich, dass sie die Kleinigkeit am Auflieger noch beheben. Und im Anschluss, da hat mich mein Disponent schon informiert, soll ich nach mit weiter.
Allerdings weiß ich noch nicht, welche Tour ich da genau bekomme. So, und weil ich einmal bei uns auch am Hof bin, werde ich dann auch gleich noch die Paletten abladen. Also die ganzen Tauschpaletten, die ich hinten drauf habe. Da brauche ich die nicht sinnlos bis nach mit weiter mitschleifen. Dort stehen sie auch bloß im Weg rum. Und da habe ich dann gleich noch ein bisschen mehr erledigt. So, ich muss warten, bis der kommt. Dann reicht es nämlich. So. Schon wieder die nächste Straße gesperrt. Das gibt's da jetzt nicht. Da kann ich auch nicht lang fahren. Was macht denn ihr hier? Na gut, dann muss ich halt hier lang fahren. Den Auflieger behalten sie doch da und deswegen musste ich gerade mal umsatteln. Dann fahre ich jetzt nicht mal eine Stunde mit dem Auflieger rum, dann steige ich ihn ab und hole mir den nächsten. Und dann geht's Donnerstag und Freitag nach Braunschweig und Hannover. Und im Anschluss, das weiß ich auch schon, nach Göttingen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich den Leuten in Göttingen nichts Gutes mehr wünsche. Aber ich glaube, oder zumindest ich für meinen Teil weiß, das kommt nicht von ungefähr. Und mehr sage ich dazu erstmal nicht. Ja, bevor man irgendwas sagt, was man vielleicht später bereut, aber irgendwann ist mal gut. Nur kurz was zum gestrigen Tag. Ich hatte ja 10 Kunden vor mir. Davon habe ich 8 schaffen können. Ja, so die üblichen Verdächtigen. Die Tour ging von Braunschweig aus über Celle bis nach Hannover. Alles Entladestellen, bei denen ich schon oft genug war, wo ich auch wusste, was auf mich zukommt. Ich hätte theoretisch alle schaffen können. Die lagen ja nicht weit auseinander. Aber dafür lief es bei den ersten einfach zu schlecht. Also direkt beim allerersten durfte ich dann gleich mal 1,5 Stunden liegen lassen. Also die habe ich da effektiv verloren. Und ja, da wusste ich schon, dass es hinten raus einfach dann fehlen wird. Aber mit den 8, die ich geschafft habe, war ich dann doch im Großen und Ganzen zufrieden. Ich habe es noch südlich von Hannover geschafft, habe mich da in ein Gewerbegebiet nicht weit vom nächsten Kunden entfernt hinstellen können, habe dort Pause gemacht, habe dann heute früh die letzten beiden ausladen können, in einer, wie ich sagen würde, guten Zeit und bin im Anschluss in Göttingen gewesen. Gegen 10.30 Uhr durfte ich mich dann anstellen und dann bin ich 17 Uhr fertig gewesen. Ja, und das ist natürlich eine Hausnummer. Wieder mal den traurigen Rekord von 5,5 Stunden um gleich mal eine Stunde geschlagen. Kann man mal machen. Kann man,
Muss man aber nicht. Sollte eigentlich auch nicht. Tja, aber was bleibt einem übrig, als zu warten? Und deswegen, bevor ich hier wirklich noch abrutsche und das sage, was ich denke oder was mir auf der Zunge liegt, lasse ich es dabei einfach mal bleiben. Da ich ja nächste Woche nicht filmen werde, da ich ja ohnehin, ich hatte es erwähnt, keine Zeit haben werde, um das Material dann zu verarbeiten, was ich aufnehmen könnte, gebe ich nur eine kleine Aussicht. Also ich fahre dann nach Regensburg und wieder bis nach Passau. 8 Kunden. Und dann werde ich also den Anfang der nächsten Woche damit verbringen, Holz auszuladen. Beim ersten Kunden wird gleich die Hälfte der Ladefläche leer werden. Und dann habe ich hier und da, ja, so für die nächsten Kunden immer noch ein bisschen was. Und da werde ich also gut zu tun haben.